Grüß euch und hallo zusammen. Haben wir viel Regen gehabt und viel Stress gehabt. Mit dem Mac-Roboter einbauen und so. Ah, das Mac-Roboter-Video kriegt ihr dann nächste Woche. Ich glaube, ihr kriegt es erstmal ein bisschen silieren. Ja, jetzt habe ich ja, vor zwei Wochen haben wir eine Gummide getan, genau. Und letzte Woche stand ganz im Zeichen vom Mac-Roboter das Ding eingebaut. Und sind gerade im Moment dabei, den Roboter schmackhaft zu machen. Und jetzt haben wir hier schon wieder die Woche nur Regen. Also es ist furchtbar zurzeit. Jetzt bin ich hier beim Siloman. Wir haben genau einen Tag Zeit für morgen Nachmittag oder für morgen Mittag, sagt er, wieder Regen. Ja, und jetzt muss ich noch schnell ein paar Hektar Siloman. Das Gras ist ja zum Teil schon fast ein bisschen zu alt. Letzte Woche wäre besser gewesen, aber das, da wo es letzte Woche ging, da haben wir gerade den Roboter in den Stall gefahren, da einfach keine Zeit gehabt. Und haben wir gedacht, naja, das geht auch nächste Woche. Ja, jetzt haben wir schon wieder Mittwoch, weil schon wieder Montag, Dienstag, Regen, Wochenende, Regen. Gut, und ab Donnerstag, Mittag wieder Regen. Also jetzt pressiert's. Mein Sohn ist mit dem Sechser unterwegs, nach Grünwald gefahren, um das Feld in Grünwald zu mähen und in Straßlach die Einsaat. Servus, ich bin jetzt gerade bei meinem Grünwald, wieder mit Frontmähen weg und Heckbereiter und will euch mal unseren Sorghum zeigen. Sehe ich ihn das erste Mal wieder seit drei Wochen, glaube ich. Damals war er noch brusthoch und inzwischen hat er mich und wahrscheinlich auch mein Vater, zumindest einen Teil der Pflanzen, schon überwachsen. Schauen wir mal, wie viel er noch zulegt, aber wird doch schon langsam. Und ich bin hier am Hof. Und der Thomas, der Lehrling, ist dann mit dem Greifenheuer hier unterwegs, weil es ist, wir haben zwar, muss man sagen, einigermaßen schönes Wetter, aber es ist saukalt und wir brauchen uns jetzt keine Sorgen machen, dass das Silo zu trocken wird. Wir müssen eher schauen, dass wir es trocken genug bringen. Ja, um eins höre ich es mähen auf. Und hängen Schwader an und schwartes Zeug zusammen. Was bis dahin nicht liegt, muss halt dann einfach nächste Woche gehen. Ich habe ja auch noch ein bisschen Platz auf der Heutrocknung. Das wird dann schon. Und dann schauen wir mal, dass wir das Zeug wegbekommen. Ja, und morgen ist der große Tag, Donnerstag. Da nehmen wir einen Roboter in Betrieb. Der Mac-Roboter, den haben wir ja letzte Woche Donnerstag reingefahren, angeschlossen. Der ist jetzt soweit fertig angeschlossen. Läuft seit Freitag als Kraftfutterstation, damit die Damen mal spitz kriegen, wo es was Leckeres zu fressen gibt. Also wir sind noch nicht so weit, dass sie so richtig freiwillig in den Roboter kommen zum Kraftfutter fressen. Das ist alles noch ein bisschen gefährlich. Aber ich denke, das wird dann schon werden, das kriegen wir schon hin. Ja. Und dann schauen wir mal, ob ich noch Zeit habe für YouTube-Filme oder ob ich mich nur um Roboter kümmern muss, wie so manche Kommentarschreiber behaupten. Aber ich denke, das wird schon, das kriegen wir schon hin. Und boah, ich mähe mal weiter und schauen wir mal, ob wir einen schönen Film für euch zusammenbringen. Schönstes Wetter und ich bin beim Schwaden. Inzwischen ist es Nachmittag und ich bin hier in Grünwald herunten und schwad mein Gras fürs Silo. Das Wetter ist toll und ich komme auch ganz gut vorwärts. Und was aber, ihr seht da, mein Sorghum, der hat inzwischen
Ja, ich muss mal reingehen, aber ich würde sagen, der ist gut über 2 Meter hoch. Die ersten Fahnen werden auch schon geschoben. Das gefällt mir sehr gut. Trotz dem nassen und kühlen Jahr schaut es ganz ordentlich aus. Ja, und ansonsten läuft's. Auf Nacht um 7 Uhr kommt der Radlader und wieder der Kollege mit seinem Gespann. Und dann werden wir hier das Gras einfahren. Hipsi. So, das Drum ist fertig. Aber da drin weiter. Da muss man sagen, der Aufbereiter, der hat sich voll rentiert, dass ich den gekauft habe. Gerade für die Siliergeschichten hier in Grünwald herum, weil wir dann mit 2 Traktoren mähen. Das Zeug ist also wirklich ordentlich angewägt, das schaut ganz super aus. Und wir sparen uns da eine extra Fahrt mit dem Kreiselheuer. Klar, verlieren wir ein bisschen Arbeitsbreite, aber ich würde sagen, das ist der Wert. Gerade wenn es mehr zum Silieren ist und wir eh mit 2 Traktoren fahren, da läuft der Aufbereiter gut hinten nach und kostet nicht viel Leistung. Das ist eine super Sache. Ja, ich bin inzwischen bei den letzten 2 Feldern angekommen. Dann habe ich die Schmalerei geschafft. Oh, ich glaube, meine Kühe müssen heute noch einen kleinen Moment auf mich warten. Wir wollen ein bisschen später im Stall anfangen. Ja gut. Aber ansonsten geht alles gut. Es waren dann doch ganz schön viel Hektar. 12 oder so habe ich jetzt gespart heute Nachmittag. Das Wetter ist ganz ordentlich, da kann man nichts sagen. Aber die Kaltfront drückt näher. Also, wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen, also jetzt zum Einfahren gar kein Thema. Aber ich glaube, wir sollten es heute Nacht noch abdecken, nicht dass uns dann morgen früh drauf spritzt. Schauen wir mal, wie das so wird. Fertig ist das Silo. Jetzt haben wir 11:30 auf Nacht. Silo ist abgedeckt, Schutzgitter sind drauf. Und jetzt haben wir unsere Dusche und der Brotzeit verdient. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mir da mal hoch und führt euch. Bis zum nächsten Mal.